Moin, ihr Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute Schwulenwitze. Zwei Schwule wollen zusammen essen, nehmen sich ein Taxi für den Heimweg. Sie sitzen zusammen auf der Rückbank. Nach 10 Minuten meldet sich der eine zu Wort. Entschuldigen Sie bitte, Herr Taxifahrer. Also, es ist mir sehr peinlich, aber wir waren gerade ausgezeichnet chinesisch essen. Naja, die Bohnen melden sich zu Wort. Ich muss ganz dringend furzen, sonst zerreißt es mich, sagt der Taxifahrer. Kein Problem, wir sind da nicht so streng. Aus dem Arsch des Schwulen ertönt ein fast geräuschloser Luftstrom. 10 Minuten später der andere. Herr Taxifahrer, entschuldigen Sie bitte, er hat es ja gerade schon gesagt, wir waren chinesisch essen. Naja, also die Bohnen, ich muss einen absetzen, ich halte es nicht mehr aus, sagt der Taxifahrer. Furzen Sie, so viel Sie wollen. Wieder ertönt ein fast unhörbares Geräusch. Alles gut. 20 Minuten später sagt der Taxifahrer, meine Herrschaften, es tut mir furchtbar leid, ich habe vorhin Gyros gegessen. Und Sie wissen ja, die Zwiebeln. Also ich muss auch unbedingt mal einen abdrücken. Mich drückt es schon die ganze Zeit. Ich halte es nicht mehr aus. Die Schwulen, kein Problem, Sie haben es uns ja auch erlaubt. Da lässt der Taxifahrer einen los in einer Lautstärke, dass es fast die Autoscheiben zerreißt, sagt der eine Schwule erstaunt zum anderen. Ja, sowas, der ist noch Jungfrau. Das war's für heute. Macht's gut, bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was.